Willkommen hier in diesem Seitenarm des Flüchtlingslagers, Schrägstrich Gefangenenlagers, Schrägstrich Konzentrationslagers hier bei Part 5 von Let's Play Dead Synchronicity. Und wir haben hier uns im letzten Part schon ein bisschen umgesehen, nur mit den Personen hier haben wir noch nicht gesprochen. Und ich würde mal sagen, wir sprechen als erstes mal mit dem Mädchen im weißen Kleid. Hallo, Herr Schlafmütze. Entschuldigung, wie hast du mich genannt? Du bist Herr Schlafmütze. Ich habe gesehen, wie du im Wohnwagen von Colin geschlafen hast. Ich bin so froh, dass du jetzt wach bist. Okay. Ich habe nicht geschlafen. Ich war sehr lange krank in dem Wohnwagen. Herr Schlafmütze? Nein, so heiße ich doch gar nicht. Ich bin Michael. Kennst du auch Rod und Colin? Ich gehe dann mal wieder. Herr Schlafmütze? Nein, so heiße ich doch gar nicht. Ich bin Michael. Herr Schlafmütze? Nein, so heiße ich doch gar nicht. Ich bin Michael. Nein, du willst mich nur reinlegen. Du bist Herr Schlafmütze. Mein Name ist Rose. Das Verhalten dieses Mädchens ist seltsam. Sie ist zwar ziemlich jung, aber sie redet wie ein ganz kleines Mädchen. Schön, dich kennenzulernen, Rose. Ich habe nicht geschlafen. Ich war sehr lange krank in dem Wohnwagen. Ich habe nicht geschlafen. Ich war sehr lange krank in dem Wohnwagen. Nein, du warst nicht krank. Du hast geschlafen. Wie ein großer Stein, Herr Schlafmütze. Manchmal habe ich dir beim Schlafen in Rods Haus zugesehen und du hast im Schlaf gegrunzt wie ein Bär. Ein großer, fauler Bär, Herr Schlafmütze. Aber ich bin froh, dass du jetzt wach bist. Ich mag deine Stimme. Du klingst wie ein Ritter in einem Märchen. Oha, die ist wohl ein bisschen, ja, märchenorientiert, fokussiert, wie auch immer. Kennst du auch Rod und Colin? Kennst du auch Rod und Colin? Natürlich. Ich gehe oft zu ihrem Haus rüber. Natürlich nur, wenn sie mich aus dem Van lassen. Rod und seine Frau waren sehr nett zu mir. Manchmal lassen sie mich mit Colin spielen. Wir sind sehr gute Freunde. Bist du auch ein Freund von Rod und Colin, Herr Schlafmütze? Ja, ich bin auch mit ihnen befreundet. Willst du, dass ich dir ein Geheimnis verrate, Herr Schlafmütze? Natürlich. Ich habe deine alten Sachen. Die, die du anhattest, als Rod und seine Frau dich gefunden haben. Ich habe sie im Van. Sie wollten sie wegwerfen. Aber dann haben sie sie mir gegeben, um mein Baby darin einzuwickeln. Ihm wird kalt werden, jetzt wo der Winter kommt. Dein Baby? Du hast ein Baby, Rose? Ja, ich habe ein Baby. Aber er ist jetzt nicht bei mir. Ich habe ihn verloren. Hast du ihn gesehen? Weißt du, wo er ist? Ich habe noch ein anderes Geheimnis für dich, Herr Schlafmütze. Zurück in den Van, Rose. Jetzt! Beweg deinen Arsch! Geh da rein! Noch ein Geheimnis? Moment noch, warte! Geh in den Van, Rose! Es ist ein sehr wichtiges Geheimnis, Herr Schlafmütze. Etwas über dich, etwas von vor der großen Welle. Aber erst muss ich mein Baby finden. Hast du ihn gesehen? Komm schon, Rose, du hast mich gehört. Du willst uns doch nicht wütend machen, oder? Ich muss los. Auf Wiedersehen, Herr Schlafmütze. Armes Mädchen. Sie ist ja total verwirrt. Sie ist nur ein kleines Kind im Körper einer Frau. Und du? Wenn du mit ihr da rein willst, musst du bezahlen, wie alle anderen. Uff. Die arme Rose. Die hat auch bestimmt mehr als nur ein Trauma erlitten. Okay, was haben wir hier halt reingeschrieben? Rose weiß... Der Jäger hat mir von einer kleinen Klinik am Stadtrand erzählt. Rose weiß ein Geheimnis über mich vor der großen Welle. Wie kann sie diese Information haben? Und woraus könnte sie sie bestehen? Vielleicht hat sie was in unseren Kleidern gefunden. Ja, jetzt reden wir mal mit denen. Oh, das sind jetzt keine Pokerspiele mehr. Jetzt sind es auf einmal Schläger. Hey, Leute. Redest du mit uns, Kumpel? Lasst mich in den Van. Ich will nur kurz mit Rose reden. Das arme Mädchen ist nicht ganz richtig im Kopf. Sie redet wie ein kleines Kind. Wie könnt ihr Typen nur so skrupellos sein? Ist das ein Stromgenerator? Davon habe ich noch nicht viele gesehen. Fragen wir das mal. Ist das ein Stromgenerator? Davon habe ich hier noch nicht viele gesehen.
Ja, in diesem Drecksloch kannst du die an einer Hand abzählen. Heutzutage kann man solche Generatoren nicht mehr überall kaufen. Und seit die Stromversorgung vor die Hunde gegangen ist, kannst du drauf wetten, dass die Dinger mehr wert sind als dein Leben. Wir benutzen den, um das Zimmer von Rose zu beleuchten. Wir schützen gerne unsere Investitionen. Komm ihm also nicht zu nahe. Die Dinger sind sehr anfällig und sie haben die schlechte Angewohnheit zu verschwinden. Und wir wollen doch nicht, dass das passiert, oder? Nein, nein. Lasst mich in den Van. Ich will nur kurz mit Rose reden. Lasst mich in den Van. Ich will nur kurz mit Rose reden. Natürlich. Es geht uns nichts an, was du mit ihr machen willst. Aber wenn du in den Van willst, musst du dafür bezahlen. Hast du Geld dabei? Nein, ich habe kein Geld bei mir. Dann komm wieder, wenn du welches hast und stör uns nicht weiter. Wir haben einen sehr vollen Zeitplan. Das Mädchen hat von einem Geheimnis erzählt, das mich betrifft. Etwas von vor der großen Welle. Es schien wichtig. Aber was kann es sein? Vielleicht war es nur ein Produkt ihrer Fantasie. Aber ich muss im Van mit ihr reden, um ein paar Antworten zu bekommen. Ich werde mit dem nötigen Geld zurückkommen. Das klingt schon viel besser. Ich sehe, wir sprechen langsam dieselbe Sprache. Ja, wie schon gesagt, ich glaube, oder eine Möglichkeit wäre, dass sie etwas in Michaels Klamotten gefunden hat, was auf ihn hinweist oder hindeutet. Das arme Mädchen ist nicht ganz richtig im Kopf. Sie redet wie ein kleines Kind. Wie könnt ihr Typen das nur so skrupellos sein? Das arme Mädchen ist nicht ganz richtig im Kopf. Sie redet wie ein kleines Kind. Wie könnt ihr Typen nur so skrupellos sein? Rose ist erwachsen und verdient ihren Lebensunterhalt. Wie wir alle es hier im Lager versuchen. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, Kumpel. Ihr nutzt ein armes, verwirrtes Mädchen aus. Wir? Rose ausnutzen? Wir? Du beleidigst uns. Wir geben ihr Unterkunft und Verpflegung. Sie kann sich über nichts beklagen. Aber sie muss arbeiten. Das ist alles, was wir von ihr im Gegenzug verlangen. So sind die Dinge heute nun mal. Bring uns das Geld und du darfst die Kleine im Van besuchen. Und tu uns den Gefallen und spar dir den ganzen scheinheiligen Mist aus der alten Welt, Kumpel. Vergeude nicht unsere Zeit. Ja, was soll man sagen? Die Zeiten sind rau und diese Typen sind's auch. Ich habe nichts mehr mit euch zu bereden. Ich habe nichts mehr mit euch zu bereden. Okay, Leute. Sehr aufschlussreich. Ja. Jetzt waren wir hier als einziges noch nicht. Verdammt, nicht schon wieder. Als würde ich in einer schweren Flüssigkeit schweben, während sich alles um mich herum verändert. Oh Gott. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Nicht. Ja, es ist, also, ich habe doch, schau immer, ich kann nichts machen, wer der so einen Anfall hat. Also, ich dachte, ah, das Tor ist weg in so einer Blase, vielleicht kann ich da dann durchgehen oder so, das kann ich nicht. Ja, ich hätte jetzt eine Möglichkeit, zurück zu Rod zu gehen oder hier in Richtung Tor. Da möchte ich ehrlich gesagt gar nicht mal so wirklich hin, aber machen wir es trotzdem mal, versuchen wir es. Hoffentlich sterben wir nicht bei dem Spiel. Okay. Oh, Motorrad. Das Motorrad ist sauber und gut gepflegt. Kein Vergleich zu all den anderen Sachen hier im Flüchtlingslager. Wobei das bei den katastrophalen Zuständen hier auch nicht viel heißt. Mhm. Da können wir wohl nicht einfach durch. Oh nein. Es fängt wieder an. Alles verändert sich. Alles. Alles verformt sich um mich herum. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe gar nichts. Ich auch nicht. Ein kleines Wachhäuschen ohne Tür. So winzig, dass sich der wachhabende Soldat darin kaum umdrehen kann. Mhm. Drei Soldaten, die das Lager bewachen. Wenn ihre Gesichtsausdrücke ein Hinweis sind, sind sie so brutal und unnachgiebig wie der Stacheldraht, der sich um dieses Loch zieht. Okay. Ich red mal mit denen. Was denkst du, wo du hingehst, Ratte? Niemand kommt dir ohne einen Pass raus, es sei denn mit einem Einschussloch zwischen den Augen. Ja, und das können wir für dich übernehmen, wenn du nicht vom Tod zurücktrittst. Komm schon, trau dich nur.
Wir können heute etwas Unterhaltung vertragen. Was ist los, Ratte? Zunge verschluckt? Ich sollte mich besser vom Tor fernhalten. Ich fürchte, Ihre Drohungen sind ernst gemeint. Tut mir leid, Leute. Ich will keinen Ärger. Egal welcher Art. Okay. Ho, da scheinst du ja die Kurve gerade nochmal gekriegt zu haben. Du sagst also, ich kann das Lager nur mit einem Pass verlassen? Wo kriege ich so einen Pass? Das hat jetzt ehrlich gesagt keiner so wirklich gesagt. Warum nennt ihr mich Ratte? Wer hat hier das Sagen? Warum nennt ihr mich Ratte? Wer hat hier das Sagen? Na sowas. Sieht aus, als hätten wir hier einen Neuling. Lass mich dir eine Frage stellen. Wenn ihr Leute in diesem Lager im Müll herumkriecht, eure Häuser aus Müll baut und Müll fresst, wie sollen wir euch denn sonst nennen? Wir haben hier das Sagen. Die mit den Gewehren. Das ist die einzige Regel, die du kennen musst. Siehst du die ganzen dunklen Flecken auf der Mauer da drüben? Ja, die sehe ich. Das sind die Eingeweide und Gehirne von Ratten wie dir, die die goldene Regel vergessen haben. Wir nennen sie die Mauer der Schande. Wir haben hier das Sagen. Das kann man recht einfach verstehen, oder? Aber manchmal vergisst das einer von euch. Und das zwingt uns dazu, aus euch bessere Schüler zu machen. Also, wie gut ist dein Gedächtnis? Mein Gedächtnis. Witzig. In einem anderen Zusammenhang wäre das eine ziemlich komische Frage. Aber an diesen Typen ist nichts komisch. Mein Gedächtnis ist gut genug, um mich daran zu erinnern, wer hier das Sagen hat. Keine Sorge. Du lernst schnell, Ratte. Das ist gut. Und jetzt, hau ab! Okay. Nettes Motorrad. Nettes Motorrad. Schick, nicht wahr? Das ist unseres. Also komm ihm nicht zu nahe. Oder du endest an der Wand da. Du darfst es nicht anfassen oder darauf zeigen. Oder es auch nur anschauen. Mhm. Berühr es mit deinen schmutzigen Fingern und du bist ein toter Mann. Das garantiere ich dir. Verstanden? Okay, verstanden. Ja, leider. Du sagst also, ich kann das Lager nur mit einem Pass verlassen. Wo kriege ich so einen Pass her? Du sagst also, ich kann das Lager nur mit einem Pass verlassen. Wo kriege ich so einen Pass? Nur Soldaten und Spitzel haben Pässe, um das Lager zu betreten und zu verlassen. Und du siehst weder wie das eine noch das andere aus. Also verzieh dich! Naja, manchmal können wir eine Ausnahme machen. Aber nur, wenn die Person, die raus will, besonders großzügig ist. Und warum genau willst du das Flüchtlingslager verlassen? Was hast du auf der anderen Seite des Zauns verloren, Ratte? Okay, ich habe meine Gründe und ich glaube, das geht euch nichts an. Ich möchte nur dem Kind eines Freundes helfen. Das ist alles. Ich habe gehört, in der Stadt ist die Lage besser. Stimmt das? Das sagen wir mal. Ich habe gehört, in der Stadt ist die Lage besser. Stimmt das? Ja, könnte sein. Aber das geht dich nichts an. Was kümmert es dich, wenn du eh in diesem Drecksloch sterben wirst? Schlag dir die Vorstellung, hier rauszukommen, aus dem Kopf. Auf der anderen Seite des Zauns ist kein Platz für Ratten wie dich. Es sei denn, du willst dem Suicide Park einen Besuch abstatten. Willst du zu einem dunklen Stern werden, Ratte? Hör auf, uns zu belästigen und verschwinde. Aha. Ich möchte nur dem Kind eines Freundes helfen, das ist alles. Ich möchte nur dem Kind eines Freundes helfen. Das ist alles. Herzerwärmend. Wirklich herzerwärmend. Ich habe eine Idee. Warum bringst du deinen Freund und sein Kind nicht gleich mit? Wir lassen euch drei gerne gehen. Wirklich? Natürlich, Ratte. Wir lieben Zielübungen. Ich verspreche, euch einen Vorsprung zu geben. Ja, wir lassen euch ein paar Meter laufen. So macht das mehr Spaß. Ich habe den Eindruck, dass ich mit zwei bewaffneten Psychopathen rede. Echt? Unglaublich. Wer hat nur solchen Leuten die Bewachung des Lagers überlassen? Ich glaube, das ist doch keine so gute Idee. Aber danke für den Vorschlag. Ich werde euch nicht mehr belästigen. Verschwinde! Ich werde jetzt mal drauf... Vielleicht sind in dieser Satteltasche aus Leder Werkzeuge für das Motorrad. Wie ein... oder ein... Obwohl ich mir sicher bin, dass ich es fahren könnte, habe ich absolut keine Ahnung, was die Mechanik dieser Maschinen angeht. Die Farbe von Sitz und Gestell deuten darauf hin, dass es Armeeeigentum ist. Und auch die Tatsache, dass die Soldaten am Tor darauf aufpassen.
Sie lassen nie ihre Augen davon. Mhm, okay. Ich verzichte mal darauf, das anzufassen, weil ich glaube, dass das keine... Oder sollen wir es probieren? Probieren wir es mal. Satteltasche. Hey, Ratte! Ich glaube nicht, dass das Motorrad dir gehört. Oder wenigstens kann ich mich nicht erinnern, deinen Namen irgendwo darauf gesehen zu haben. Irre ich mich da? Bist du einer dieser Leute ohne Respekt für Privatbesitz, Bastard? Weißt du, was wir im Lager mit Leuten wie dir machen? Ich bekomme langsam einen Eindruck davon. War nur neugierig. Ich werde dein Zeug in Ruhe lassen. Mhm. So hatte ich mir das auch vorgestellt. Ja. Ich werde jetzt mal schauen, ob ich mit einem von denen was Neues reden kann. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich werde dir... Ja, von deinem Kram muss ich wegbleiben. Große Welle. Schießerei. Okay. Bleib nur... Ja. Kann ich mit Rod was sprechen? Geschlossene Tür. Von innen verriegelt. Ich fürchte, sie wird nicht aufgehen. Ich fürchte auch. Ah. Schrank zugemacht. Ich wollte eigentlich rausgehen. Nochmal kurz einen Blick durchs Fenster werfen. Die Lage ist unverändert. Der liebe Colin sieht nicht besser aus. So, dann, rede ich mal nochmal mit Hank. Hank, alter Kumpel. Hi, Mike. Also, was bringt dich zu mir? Zerflossene. Nee. Ich sollte jetzt gehen. Gut, Mike. Denk dran, wir können dir ohne Fragen zu... Ja, ja, schon klar. Aber ich glaube, das, was wir brauchen... Männer des Jägers. Barmann, können wir mit dir was Neues Hallo reden? Hallo mal wieder. Was darf's sein? Was verkaufst du hier? Ich bin nicht wirklich daran interessiert, etwas zu kaufen. Okay. Dann reden wir jetzt mal nochmal mit dem alten. Einsamer Einwohner, Entschuldigung. Hallo. Wartest du immer noch? Ja, das tue ich. Das ist alles, was ich noch tun kann. Meinst du nicht auch? Tja, ich sollte... Hat sich nichts verändert. Ja, jetzt bin ich etwas... Stacheldrahtzaun. Etwas... überfragt. Leere Bierdosen. Flasche Whisky, kann ich die da einfüllen? Sie sind benutzt und leer. Warum sollte ich diese Dosen wieder auffüllen wollen? Um die Wachen besoffen zu machen. Wie soll das gehen? Sie sind gebraucht und verbeult. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Dosen damit benutzen soll. Das bringt leider nichts. Nee, leider nicht. Warum sollte ich irgendjemandem diese Dosen geben? Sie sind leer. Da ist kein einziger Tropfen Bier mehr drin. Ah, kann ich den Hank fragen, ob er die Bierdosen wieder auffüllt? Ich behalte das mal lieber. Ich glaube, das könnte noch nützlich werden. Ja, aber wofür? Ich bezweifle, dass er meine Flasche Whisky braucht. Er trinkt, seit ich reingekommen bin. Hallo, Kumpel. Was ist das? Schlägst du einen Tausch vor? Denn wenn du das vorhast, bist du am richtigen Ort. Aha. Was brauchst du? Alkohol? Zigaretten? Essen? Ja, zurzeit brauche ich nichts dergleichen, aber ich behalte es im Kopf. Danke. Okay. Ich kann mit dem hier was tauschen, verstehe. Mit Hank kann ich ja nichts machen. Warum sollte ich irgendjemanden... Ja. Das scheint mir keine gute Idee zu sein.
Schade eigentlich. Kann ich das den... Ach, kann ich vielleicht die Flasche Whisky den zwei da drüben als Bezahlung anbieten? Besser nicht. Wenn diese Kerle schon nüchtern so angenehme Zeitgenossen sind, dann will ich sie nicht besoffen erleben. Puh. Warum sollte ich irgendjemandem diese Dosen geben? Sie sind leer. Dann vielleicht doch die Wachen, wobei ich nicht glaube, dass die im Dienst trinken, aber ich versuch's mal. Die will ich lieber nicht betrunken erleben. Hm, jetzt wird's arg, Leute, jetzt wird's schwierig. Puh. Sie sind benutzt und leer. Warum sollte ich... Um sie jemandem geben zu können, hätte ich gedacht, hm. Sie sind gebraucht und verbraucht. Ich könnte jetzt höchstens noch dem hier versuchen, eine Freude zu machen. Er hat schon genug Müll in seinem Einkaufswagen. Er braucht die Dosen nicht. Hätte aber sein können. Braucht ihr den Whisky? Na, lieber nicht. Der ist jetzt schon hinüber. Tja, Leute, ich weiß leider nicht, was wir mit unseren Schätzen, die wir hier haben, wirklich anfangen können. Aber das finden wir ganz bestimmt raus im nächsten Part von Let's Play Dead Synchronicity. Tomorrow comes today. Bis zum nächsten Part. Ciao.